So, Leute, was geht ab? Heute ist der Tag, an dem ein paar Sachen passieren. Wir gehen gleich mal die E-Mails durch und das erste hat mich selber auch etwas überrascht. Euch wahrscheinlich auch. Ihr seht schon, 6 Sterne Champions. Und hier steht mehr oder weniger drin, dass es in der Zukunft 6 Sterne Champions geben wird. Die werden ins Spiel kommen. Ab dem 30. August kann man durch Duplizieren von 5 Sterne Champions die Shards dafür bekommen. Wie viele man kriegt, steht hier nicht drin. Und ab dann in der Zukunft wird es auch 6 Sterne Champions geben. Ich glaube, irgendwo steht ab 2018. Die zweite Stufe bildet die Möglichkeit für Auserwählte, diese 6 Sterne zu erwerben, was so Anfang 2018 der Fall sein wird. Ganz kurz meine persönliche Meinung dazu. Ich habe noch keinen 6 Sterne Champion gesehen. Ich weiß nicht, wie sich es verhält, wie sich es verändert, wie es mit den Entwicklern aussieht, ob man die 4 Sterne Champions dann, die 5 Sterne Champions dann auch Rang 5 bringen kann. Weiß ich alles noch nicht. Deswegen ganz, 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 ganz grob gesagt, ich finde es schlecht, weil es gibt ziemlich viele Rewards, wo zum Beispiel auch, wenn man Labyrinth der Legenden auf 100% erkundet, kriegt man einen 5-Sterne-klassischen Ultron. Und alleine der verliert schon unglaublich an Prestige. Und das ist so teuer, wenn man dieses LoL auf 100% durchspielt. Das gibt nichts, man muss gut sein, dann ist es billig. Es ist einfach teuer, wenn man LoL auf 100% durchspielt. Und alleine da finde ich es schon schade, dass dann dieser Reward allein schon an Bedeutung verliert. Aber es kann ja sein, dass die ganz viel rückwirkend noch machen und so. Oder dass es wieder so Entschädigungen gibt, wie damals bei Patch 12.0 war es, glaube ich. Viel mehr kann ich dazu gerade noch nicht sagen. Bin gespannt, wenn die ersten rauskommen. Wir werden gegen sie spielen. Bin gespannt, wie der Rahmen aussieht. Alles in allem stehe ich dem Ganzen etwas kritisch gegenüber, weil ich denke, es ist schon schwierig genug, 5 Sterne Champions zu bekommen. Und jetzt klatschen sie schon wieder die nächste Stufe oben drauf. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass man easy peasy 5 Sterne Champions Rang 4, 3, 4 Stück hat, sondern die meisten Menschen haben ein, wenn überhaupt, also. Die meisten ist falsch. Die oberen Leute haben vielleicht ein, manche zwei und die ganz wenigsten haben drei oder mehr 5-Sterne-Champions auf Rang 4 oder höher. Deswegen sehe ich das kritisch gegenüber, ob der Schritt nicht jetzt noch zu früh ist. Aber vielleicht sehe ich das in ein paar Tagen anders. So viel mal dazu. Dann steht hier 5-Sterne-Champions zu verkaufen. Da weiß ich gerade gar nicht, was da drin steht. Okay, man kann ab dem 30. August kann man keine 5-Sterne-Champions mehr verkaufen. Wieso, weiß ich nicht. Die wollen hier mehr Hintergründe dazu nicht bekannt geben. Eines, was ich mir da gerade denken könnte, ist, dass vielleicht ein paar Hacker eben genau LOL durchspielen und dann bekommen sie am Ende ihr 5-Sterne-Ultron und den verkaufen sie dann und dann ist für die Leute nicht ersichtlich, wer LOL durchgecheatet hat, aber die Entwickler und so behalten sie. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, warum das kommt, weil wenn derjenige noch diesen Charakter hat und der Account nicht dazu passt, dass er diesen Charakter haben könnte, dann wäre das ein ziemlich sicheres Indiz. Ganz vage. Habe ich jetzt nur gemacht, weil es hier gerade da stand. Und jetzt kommen wir zu dem, um was es eigentlich heute geht. Das ist der Grandmaster-Kristall. Und der ist ab heute im Shop. Und der kostet ein bisschen mehr. Und er birgt die Chance, dass wir jetzt ein 5-Sterne-Punisher daraus ziehen können. Wir werden es gleich ein paar zusammen aufmachen. Ich habe ein bisschen was angespart für dieses Video. Und es ist nicht viel. Und ansonsten gibt es auch noch der 4-Sterne-Kristall. Oder der 4-Stunden-Kristall. Nicht der 4-Sterne-Kristall, der 4-Stunden-Kristall. Der hat jetzt auch minimal bessere Tränke und so drin. Das ist nicht so der Rede wert. Und jetzt gehen wir mal zu den Crystals. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Das hier ist der neue 4-Sterne-Kristall eben. Da sind minimal bessere Tränke drin. Eben die alten sahen so aus. Wo habe ich die alten? Wo habe ich denn die alten? Wahrscheinlich habe ich schon zweimal drüber gescrollt und ihr habt sie schon gesehen. Ah, hier oben sind es ganz oben. Ja, das war der 4-Stunden-Kristall der alte. Habe ich noch 176 davon und jetzt gibt es halt neue. Alles, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, also diese neuen 4-Sterne-Kristalle und diese neuen Kristalle, die mir eine Chance auf einen 5-Sterne-Punisher haben, dafür müsst ihr die Akt 5.2 einmal abgeschlossen haben. Also nicht auf 100% erkundet, aber einmal abgeschlossen eben und unkollektiert sein. Unkollektiert. Und das ist der unkollektierte Stadionkristall. Und ihr seht hier, die sind deutlich teurer. Da kostet einer 10.000. Und ja, da sind die Rewards noch deutlich höher. Ich habe
mal, 10 Stück können wir uns kaufen, 100.000, jetzt machen wir 10 Stück auf. Das wäre natürlich ein Traum, ein 5-Sterne-Punisher rauszuziehen, ist aber sehr unwahrscheinlich. Bin gespannt, ob wir ihn mal durchspinnen sehen, da war er. Und ich habe bis heute noch nicht mal den. Wow, da waren aber viele. Ich habe bis heute noch nicht mal den 4-Sterne-Punisher da rausgekriegt. Das heißt, auch der wäre schon ein Erfolg. Und ja, mal schauen. Units sind natürlich auch immer toll hier draus. Und was kriegen wir? 15.000 Gold. Das erscheint mir jetzt, lass mich das kurz umrechnen, eher ein bisschen wenig. Alle anderen Rewards, die hier drin sind, die sind auch einfach verstärkt, also beziehungsweise. Der Faktor vom Gold und Units, die ihr bekommt, ist höher. Deswegen ist gerechtfertigt, dass sie teurer sind. Also hier ist es nicht so, dass ihr für die Chance auf einen 5-Sterne-Punisher eure anderen Rewards aufgibt, sondern ihr müsst einfach weniger Kristalle öffnen für ähnlich große Rewards. So, gerade eben waren es 15.000, jetzt sind es 25.000. Zufälligerweise hat mir hier gerade gestern jemand angeschrieben und gefragt, wie man Gold kriegt. Das ist über Arena, kriegt ihr natürlich diese Scherben und genauso kriegt ihr Gold. Also das ist die leichteste Methode und andere Methoden sind natürlich Special Events, wie es an Weihnachten gab oder jetzt auch dieses Jahr gab es schon einmal, wo dann der Gold Realm aufgeht und zwar alle 7 Stunden oder so. Da kann man auch richtig dick Gold verdienen. Ja, so Units würde ich auch gerne mal sehen. Nochmal 25.000, das heißt, es ist einmal 15, zweimal 25.000. Das heißt, so im Schnitt sind wir circa bei 20.000 gerade, was da drin sein kann, pro Gold oder pro Crystal. Das heißt, 10 Kristalle wären dann so, ja, genug. Ja, da, die Punisher, die wären natürlich nice, ne? Oh, 50.000 Gold, das ist natürlich jetzt auch das. Das sind schon eher Zahlen, die mir gefallen. Ja, wir spinnen die. So kleines Trostpflaster ist. Ich werde danach noch ein 4-Sterne-Crystal aufmachen. Da habe ich natürlich noch einen, um das Video aufzuwerten gegen Ende hin. Vielleicht schaffen wir es ja da was Cooles zu pullen. Und jetzt komm schon, gib mir den 5-Sterne-Punisher. Der Tease. Oh. 15.000, nochmal wieder weniger. Zweimal 15, zweimal 25, einmal 50.000. Bis jetzt allerdings nur Gold rausgekriegt, nichts anderes. Und ich denke, ab September, wenn ich umgezogen bin, werde ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Arena haben, wenn ich auch dann Livestream werde. Und dann werde ich vielleicht auch mehr von diesen Crystals aufmachen und vielleicht in der Zukunft meinen 4-Sterne- oder 5-Sterne-Punisher kriegen. Und das sind jetzt wieder 50.000. Zweimal 50, zweimal 15, zweimal 25. Ist einfach zu merken. Und da haben wir nochmal die Units gekriegt. Das bin ich gespannt. 225 Units, das lässt sich sehen. Also das finde ich ziemlich solide, muss ich sagen. Die bekommt ihr ja auch raus, also Units natürlich. Und komm, lass nochmal die 50 sein. Nein, das ist nochmal 15, dreimal 15, zweimal 25, einmal 50, zweimal 50 und einmal 225 Units. So, das machen wir mit der Nase auf. Das bringt uns sicher den Punisher. Das muss uns einfach den Punisher bringen. Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter. Oh, jetzt. Das wär so cool gewesen. 4 mal 15.000, 2 mal 50, 2 mal 25 und einmal 225 Units. Ich weiß nicht, was ich groß erzählen soll, deswegen wiederhole ich einfach die ganze Zeit, was wir aufgemacht haben. Und ja. Letzte Chance auf den 5-Sterne-Punisher für heute. Und das war nichts. Was wenigstens, ja, 25. Also, habe jetzt 235.000 Gold gekriegt und 225 Units. Das ist, denke ich, ganz okay. Kurz ein Screenshot für meine Allianz, dass wir so unsere eigene Statistik haben. Dann machen wir, wie versprochen, jetzt noch den 4-Sterne-Champion auf. Und ja, 5-Sterne-Champion werde ich jetzt vor dem 30. August auf jeden Fall nicht mehr öffnen, weil für den Fall, dass wir ein Duplikat ziehen,
wollen wir natürlich die Chart für die 6-Sterne-Champions ab August. Nicht ab August, ab Januar. So, und jetzt hier raus irgendwas Cooles, was ich noch nicht habe, weil ich bin wieder. Ich habe zu viele ISOs, komm schon, Hyperion, Hyperion, Hyperion. Oh nein! Ja, War Machine hatte ich, glaube ich, erst letztens drin. Ah, ich glaube, das Video habe ich gar nicht hochgeladen. Ja, Signature 99 hier mit er auch. Er betritt den Club der 99er. Das war's mit diesem kleinen Infovideo von heute. Ich habe vielleicht eine Abstimmung hier oben, in der ihr abstimmen könnt, was ihr zu den 6-Sterne-Champions meint. Oder ich habe sie nicht drin. Wie auch immer, wenn ihr wollt, könnt ihr abstimmen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen da lassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei euren Punisher Puls.